Hallo, liebe Freunde des Tourismus in Treptow-Köpenick. Der 11.11. ist ja bekanntlich Karnevalsbeginn und für viele Leute ist es auch Tradition, am 11.11., dem Martinstag, lecker Gans essen zu gehen im Restaurant oder in einem Café. Nur dieses Jahr ist ja alles zu. Wir wollten wissen, was passiert nun mit den ganzen bestellten Gänsen und Keulen und wie kommen die Berliner doch noch zu ihrem Gänseschmaus? Wir haben die Lösung gefunden. Kommt mit. Wir sind in der Küche der Gaststätte Luise in Alt-Köpenick. Hier ist der Koch seit dem frühen Morgen am Brutzeln, Kochen, Würzen und Zubereiten. Die Gänse wandern als Keulen oder auch im Ganzen in den Garofen, den sie erst verlassen, wenn sie schön braun und knusprig sind. Ja, und wenn der Gänseschmaus fertig ist, dann wird er in spezielle Gastronomiebehälter aus Edelstahl gefüllt. Diese Behälter wandern dann in Transport-Thermoboxen, werden ins Auto verladen und so kommt alles frisch und warm zu den Kunden bis an die Haustür. Ganz aus der Wiese. Ja, sehr schön. Kommen Sie rein. Direkt. Ja, danke. So. Genau, und die kleinen Scheine dann. Ja, hallo. Wir haben im letzten Jahr schon in der Luise zum Martinsgans gegessen. Das war so lecker, dass wir gesagt haben, das wollen wir dieses Jahr wieder machen. Und gleich werden unsere Nachbarn kommen und dann setzen wir uns an den Tisch und haben einen gemütlichen Abend. Ja, der Martinstag ist nun vorüber. Wenn Sie jetzt aber trotzdem Appetit und Lust bekommen haben auf solch ein leckeres Essen, dann haben Sie auch an anderen Tagen die Gelegenheit, hier in Treptow-Köpenick sich das zu bestellen oder nach Hause bringen zu lassen. Schauen Sie doch einfach bei uns auf dem Blog vorbei und bei Facebook. Dort haben wir nämlich alle Adressen der Restaurants und Cafés zusammengetragen, die solch einen Service anbieten. Ja, und mir bleibt nur noch eins Ihnen zu wünschen. Guten Appetit! Musik